Sag mal, freuen Sie sich jetzt nicht, wenn ich suchen kann, den Mittag aus der Schule kommt, statt um 2 Uhr nach aus dem Kaffee, wenn schon ein Teenager sein muss. Ich hab niemanden gesucht. Ich hab dieses Mädel gefunden durch einen wunderbaren, einmaligen Zufall. Wie eine Sternschnuppe ist runtergefallen aus einem Himmel voller grauer Wolken. Wie ein Licht am Ende des Tunnels. So ist die dahergekommen. Oh, mein Franzi. 1, 2, 3. So. Und jetzt hören wir auf und ich gehe ins Bett, weil morgen in der Früh muss ich wieder aufstehen. 23:59 Uhr. Um 23:45 Uhr bin ich weg, das verspreche ich dir, Manni. Prost, Manni. Auf die Jugend und das Glück. Alter Hirsch sucht junges Reh. Prost. Du hast eine Überschrift, Franzi, aber das mit der 19-Jährigen, das ist der Ruin, das sag ich dir. Wie alt bist du jetzt, Manni? Ja, jedenfalls nicht mehr 19. Und hast du noch nie auf einmal so ein Gefühl gehabt, wenn du so ein Jungsmädel anschaust? Hast du das noch nie gehabt, das Gefühl? Ja, doch, dauernd. Ja, also, was redest du denn dann schon gescheit daher? Weil ich mir ernsthafte Sorgen mache, um die du aber mit deinem Leichtsinn, wenn ich bloß an das Geschiss mit der Elite. Okay. Das kann man da überhaupt nicht miteinander vergleichen. Die Elle war 33 und in Torschlusspanik und meine Jacqueline ist erst 19. Ja, umso schlimmer, Depp. Im Gegenteil. Weil in dem Fall jetzt geht's mir überhaupt nicht um die körperlichen Gelüste, sondern das ist mehr so was wie eine seelische Sehnsucht. Wie soll ich sagen, mehr so eine Art erotisches Heimweh.